bam, bam, bam. Welcome in the house of fun. 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 Hallo, ich bin Beatrice und ich bin die Festivaldirektorin. In dieses Festival habe ich folgende Dinge eingebracht. Erstens, eine Festivalkarte. Zweitens, meine langjährige Erfahrung im Festivalbereich. Und drittens, die zündende Idee, dass es überhaupt gar kein Festival für Komödien bisher gab. Das ist Anna. Anna ist unsere Eventchefin. Das ist Micha und Micha ist unser Online-Redakteur. Hallo, ich bin die Frauke und ich schaffe das Geld heran. Hallo, ich bin Dagny und ich bin Head of Programming Europa. Das ist Tata. Das ist Benjamin. Und wir programmieren beide für das Team Asien. Hallo, ich bin Franziska und ich bin Kuratorin im Team Lateinamerika und bin auf der Suche nach vielen großartigen lateinamerikanischen Filmen, die eh die besten sind. Also ich arbeite bei iCoff, weil es primär Spaß macht. Ich habe ein super Team, arbeite mit total kreativen Leuten zusammen. Ich schaue Komödien aus aller Welt, die ich sonst nie zu Gesicht bekommen hätte. Ja, und das macht wirklich Spaß und das bereichert mich auch. Ich arbeite bei iCoff, weil ich Bock drauf habe. Ich mache mit bei iCoff, weil es Spaß macht, weil es lustig ist und vor allem, weil es Spaß macht, andere Leute zum Lachen zu bringen. Also ich arbeite bei iCoff, weil ich es satt habe, so viele schlimme Komödien sehen zu müssen. Also besorge ich sie einfach selbst. Also die guten jetzt natürlich. Und ja, sonst habe ich natürlich auch keine Freunde und die besorge ich mir auch hier bei iCoff. Seit September letzten Jahres zeigen wir einmal im Monat eine Komödie in der komischen Filmnacht im Filmtheater am Friedrichshain. Und wenn man mich fragt, welche mir am besten gefallen hat, muss ich sagen, alle. Denn das Schönste ist, wenn Leute im Kino gemeinsam lachen. Noch schöner wäre es, wenn wir Leute nicht nur einmal im Monat zum Lachen bringen könnten, sondern ein gesamtes Festival veranstalten könnten. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Da es im Kulturbereich so schwierig ist, an Geld heranzukommen, selbst für Projekte, die so genial sind wie dieses, mache ich jetzt alles für euch. Aber ihr könnt mir ganz einfach helfen, indem ihr für uns spendet. Denn sonst kriege ich Ärger. Bitte, bitte spendet, weil wir sind Indie, wir sind arm, aber wir sind total sexy. Also spenden!
Okay, Leute, wenn ihr für uns spendet, dann holen wir für euch die Komödien ins Kino, die ihr sonst wahrscheinlich gar nicht zu sehen bekommt. Nicht diesen ganzen Hollywood-Quatsch, der sonst immer im CineStar, Cineplex läuft, sondern dann kommt zu uns und schaut die richtigen lustigen Filme. Bitte spendet für uns. Wir brauchen diese Unterstützung, damit wir die lateinamerikanischen Filme von Franziska über den großen Teich bringen. Es ist ein langer Weg und das kostet viel Geld. Bitte spendet auch für die europäischen Filme, denn Dagny hat ja keine Freunde. Ihr wollt uns unterstützen? Das könnt ihr ganz einfach machen. Wir brauchen nämlich zuallererst 100 Fans. Fan werden könnt ihr hier. Und nebenan steht dann auch gleich eine Möglichkeit, da könnt ihr Freunde einladen, dass die auch Fan werden. Wenn die Aktion dann einmal läuft, könnt ihr hier sehen, wie viel Geld wir schon zusammenbekommen haben und hier, wie viele Tage wir noch haben, um die Summe zu erreichen. Ihr fragt euch jetzt, wie könnt ihr spenden? Spenden macht sexy. Mit eurer Spende unterstützt ihr nicht nur Filmkultur, sondern ihr bekommt von uns auch ein cooles Dankeschön. Je nachdem, wie viel ihr spendet. Und wer es so richtig dicke hat, der kann dem Festival sogar seinen Namen geben.